Jo, was geht ab? Guten Morgen, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin mega müde heute. Ich weiß gar nicht warum. Aber ich werde jetzt Sport machen. Nicht mit Elsa, mit, wie geht das? Diesem Gerät. Die Katzen spielen damit übrigens immer Fang. Dann geht einer so drauf und einer drunter und dann fangen die sich so. Ja. Werde ich jetzt machen. Und ich denke, danach bin ich wach. Also, wollen wir bald Sport machen? Aber ich freue mich. Ich habe Lust darauf, Sport zu machen. Alter, ich bin so am Schwitzen. Aber es war richtig, richtig gut. Echt. Aber ich freue mich jetzt auf meine Dusche. Halleluja. So, liebe Leute, ich habe mich fertig gemacht. Ich mache übrigens so seit 2, 3 Tagen meine Augenbrauen ein bisschen anders. Also ich benutze dieselben Sachen, aber ich gehe dann nochmal so mit Concealer drumrum und so. Ich habe schon einige Kommentare bekommen, dass meine Augenbrauen mehr on fleek aussehen als sonst. Ich finde es auch cooler. Naja, auf jeden Fall habe ich mich jetzt fertig gemacht und ich werde jetzt in die Stadt fahren. Ich hoffe, dass ich das noch schaffe, bis ich gleich arbeiten muss, denn ich muss noch ein paar Dinge besorgen. Ja. Ich weiß auch gar nicht so recht, was ich alles brauche, aber ich fahre jetzt einfach mal in die Stadt und gucke, was ich finde. Übrigens, das Bonbon. Es ist so schwierig, dieses Spiegelverkehrte zu machen. Auf dem Kissen ist immer noch da. Ja, dann gucke ich mal, was ich finde. Vielleicht gehe ich auch noch mal kurz in Primark rein oder so. Ich habe nämlich heute bei Instagram gesehen, dass die so ein mega geiles Katzenkissen haben. Ich weiß zwar nicht, ob die das auch in Deutschland haben im Primark, aber ich werde einfach mal gucken. Also, aus geht's. Kommen Sie bitte. Bitte. Ich glaube, ich gehe zuerst zu meiner Nana und dann zu Primark. Jetzt die Musik ab. Nur noch ganz leise. Pack dich frei. Nö. Oh. Natürlich. Wer hätte was anderes erwartet? So, ich zeige euch mal kurz, was ich mir gekauft habe. Eigentlich ist es gar nicht viel. Also die Geschenke kann ich euch nicht zeigen. Erst, wenn es soweit ist. Ansonsten habe ich mir bei Primark, die haben jetzt so Plastikblumen. Mega geil, weil meine Katzen fressen richtige Blumen. Die beißen zwar auch in die Plastikblumen, aber da passiert halt nichts. Einmal diese Blume von Primark. 10 Euro kosten die. Und die ist voll schön. Echt voll cool. Und dann noch eine, weil ich habe noch so große Blumentöpfe. Und da können die rein. Auch 10 Euro. Ja, wir haben mir 2 fette Pflanzen bei Primark geholt. Fand ich richtig geil. Und dann noch ein bisschen Schmuck, weil ich so einen Schmuck auf. Es ist so krass. Ne? Ich kaufe mir jedes Mal Schmuck bei Primark und was trage ich? Nichts. Und dann denke ich mir immer, boah, du musst unbedingt wieder damit anfangen. Ja, ich hoffe, ich werde es tun. Ich habe mir eine richtig schöne Jokerkette geholt. Oh, Primark hat manchmal so schöne Jokerketten. So sieht die aus. Ist. Das ist eine. Aha, okay, gut zu wissen. Die hat hier oben so ein goldenbraunes Band. Dann hier nur ein goldenes. So Metall. Dann wieder so braune. Dann ist hier so ein Band dran. Und unten geht das in so 4. Mit noch so einem goldenen. Voll schön. Hat 4 Euro gekostet. Und dann noch 2 Paar Ohrringe. Ich sag ja, ist wirklich nicht viel. Sah nur viel aus. Da, die sind so schön. Ich sehe das momentan, dass wieder so viele Leute große Ohrringe tragen. Und das gefällt mir. Und der hängt. Aber ihr seht ja, wie die aussehen. Auch wenn die gerade ein bisschen quer sind. Und noch ein paar Ohrringe, was ich auch sehr schön fand. Die haben da gerade so eine neue Linie, Primark. Semi-Precious. Ach so, die haben 4 gekostet und die jetzt 3. Die fand ich auch voll schön. Ich denke mal, da werde ich heute welche reinmachen. Ich muss einfach mal wieder anfangen, meinen ganzen Schmuck zu tragen. Ich habe so viel.
Aber dann denke ich mir halt immer, wenn ich arbeiten gehe, also ich meine, wenn ich jetzt so weggehe, trage ich auch Schmuck, aber momentan gehe ich halt nur arbeiten. Und wenn ich arbeiten gehe, denke ich mir so, ja nee, da ist Schmuck zu schade, aber das ist halt völliger Quatsch. Oh, habe ich nicht gesagt, ihr geht nicht an Plastikblumen? Das schmeckt doch auch nicht. Hä? Naja, das habe ich mir auf jeden Fall gekauft und dann, weswegen ich in der Stadt war, waren ein bisschen Geschenke. Das habe ich auch gekauft. Aber das kann ich euch nicht zeigen. Aber habe ich gekauft. Und jetzt, boah, mein Nagel ist mir gestern abgebrochen, also nur so eine kleine Ecke. Seht ihr das? Hier diese Ecke. Den muss ich gleich mal fixen, dann mache ich mir noch was zu essen und dann geht es auch schon arbeiten. So, ich werde dann jetzt mal auf die Arbeit gehen. Und ich habe eine Kette und die Ohrringe drin, die neuen. Sind ganz cool. Und ich habe den letzten Lingerie-Lippenstift drauf, den ich mir geholt habe, den ich noch nicht ausprobiert habe. Und das ist die Farbe Confident. Ganz cool. Ja. Und jetzt mache ich mich auf den Weg auf die Arbeit. Hallo, meine lieben Freunde. Ich bin gerade auf dem Weg und habe Popcorn geholt. Also ich bin schon auf der Arbeit. Und jetzt bringe ich das Popcorn zum Kino. Und dann mache ich da auch nichts in der Not. So. Jetzt kann ich auch wieder filmen. Das ist ja kein richtiges Autofahren, da darf man auch filmen. Es war den ganzen Tag mega schön und jetzt gerade, als ich angefangen habe zu arbeiten, fing es an zu regnen, aber jetzt hat es auch schon wieder aufgehört. Also das war nur so ein bisschen Fizzle. Ja, ansonsten schauen wir mal, heute läuft Sing, den habe ich noch nicht gesehen. Was ein bisschen blöd ist, weil wenn ich arbeite, kriege ich auch nichts vom Film mit. Ich würde ihn nämlich gerne mal sehen. Aber ich glaube, daraus wird heute nichts. Aber ich gucke den mir irgendwann mal zu Hause an oder so. Ich glaube, der soll nämlich ganz gut sein. Jo. Jetzt cruisen wir mal hier durch den Park. Schreien die Vögel dann da drin. Ich weiß gar nicht, ob ich heute auch wieder live gehen kann. Das ist halt, wir sind halt die ganze Zeit am Arbeiten und sobald der Film losgeht, kommt halt kaum jemand noch oder wenige, die bestellen. Aber wir können halt nicht dann direkt zumachen. Deswegen habe ich dann immer so ein bisschen Zeit und kann dann da live gehen. Oh, ich weiß noch nicht, wie das heute aussieht. Schauen wir mal. Jetzt bin ich auf jeden Fall gleich da. Da ist der ganze Spaß. Cruise ich jetzt mal dahin. Und da sind meine Freunde. Die Gänse. Hallo, ihr Lieben. So, cruisen wir. Auf der Wiese. So. Und jetzt geht der ganze Spaß los. Oh mein Gott. Könnte sich dieses Gerät bitte aus dem Zelt verpieseln? Oh, jetzt werde ich angerufen. Ah. Hallo. So, da hier noch einige Leute sitzen, wie ihr sehen könnt, kann ich nicht zumachen. Ich bin aber fertig mit allem, deswegen setze ich mich jetzt hin und gucke jetzt den Film. Und es läuft Sing. Und da ich den nicht kenne, ist das sehr geil. Ich habe zwar den ganzen Anfang verpasst, aber den gucke ich jetzt auf jeden Fall. Ach so, by the way, das Wetter ist zum Kotzen. Es ist richtig am Regnen. Danke. So, Leute, man kann zwar überhaupt nicht sehen, aber ich mache jetzt Feierabend. Zack. So. Boah, es ist dunkel. Und dieses Wetter, ne? Ich sag's euch, Leute, es ist die Hölle. Oh, ich treffe das scheiß Schlüsselloch nicht. So, sieht man hier auch was? Zwar nichts Schönes, weil es schaut so aus hier im Ring. Aber Feierabend!
gegen 12. Tschüss. Aber der Film, muss ich sagen, war echt gut. Der war richtig schön. Fand ich nice. Tschüss, Kino. Bis morgen. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Ich bin jetzt zu Hause und hab Feierabend. Und ich werde mich jetzt mal von euch verabschieden. Wir sehen uns morgen wieder. Ich wünsche euch noch einen sehr schönen Abend und meine Wimpern hängen zusammen. Bis morgen.